Herzlich willkommen zurück bei Ground & Pound TV, heute hier bei GMC Nummer 20 im Berliner Tempodrom. Und an meiner Seite ein deutsches Top-Federgewicht in Sascha Schammer und vor allem ein erfolgreiches Federgewicht heute gegen Can Aslaner. Einen Punktsieg eingefahren, an seiner Seite das Kongs Gym aus Stuttgart. Sascha, wie hat es sich für dich im Kampf angefühlt, jetzt mal bei GMC dein Können zu zeigen? Also super. Ich habe jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr im Käfig gestanden. Und klar, da muss man ein bisschen Ringrost abschütteln. Es war jetzt ein bisschen hektisch am Anfang. Wir sind reingekommen und dann ist der Plan ein bisschen durcheinander geworfen worden. Aber ja, wir haben uns trotzdem gut eingestellt. Wir waren super vorbereitet. Ich habe wirklich eine super Vorbereitung gehabt. Und deswegen bin ich sehr selbstbewusst da reingegangen in das Duell. Du hast gesagt, ihr musstet den Gameplan ein bisschen über den Haufen werfen. Nee, nicht den Gameplan. Es war nur so, es hieß, es geht um die Uhrzeit los. Dann wurde plötzlich ein Kampf gecancelt, die Pause wurde verschoben. Plötzlich heißt es, Sascha, du kämpfst gleich. Naja gut, Leben in der Lage heißt es ja immer wieder so schön. Du bist ja ein alter Hase im Kampfsport. Ist ja nicht dein erstes Rodeo hier. Und hast es ja dann doch wirklich super über die Bühne gebracht. War es das erwartete Schachspiel? Also hat er dich mit irgendwas überrascht oder lief der Kampf schon so ab, wie du es dir vorgestellt hattest? Nee, eigentlich gar nicht so. Ich habe eigentlich erwartet gehabt, dass er mehr die Takedowns verteidigt. Das hat mich ein bisschen gewundert. Er hat in den Trailern hat er gesagt, er will mich in der ersten Runde K.O. schlagen. Um das zu machen, musst du entweder in der Oberlage sein oder du musst halt eben stehen bleiben. Und er hat kaum die Takedowns verteidigt. Das war so, ich habe das Bein gegriffen, direkt runtergebracht. Da waren kaum Scrambles da und es hat mich ein bisschen verunsichert auch. Ich wusste nicht so, was möchte er eigentlich hinaus. Also eigentlich ist der Gameplan aufgegangen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr unzufrieden. Ich habe gesagt, ich möchte den Kampf vorzeitig beenden, sonst bin ich unzufrieden. Das heißt, ich habe zwar jetzt den Kampf gewonnen, aber wirklich hundertprozentig zufrieden bin ich nicht. Na gut, dann gebe ich mal kurz das Wort an eine Ecke. Wenn der Sascha schon nicht zufrieden mit seiner Leistung ist, seid ihr denn zufrieden mit seiner Leistung heute? Ja, wir sind sehr zufrieden mit seiner Leistung, natürlich. Der Punkt ist immer natürlich, wenn wir Ground and Pound, wir haben uns ein bisschen auf Ground and Pound eingestellt gehabt. Wenn der andere die Guard nicht aufmacht und ich Submissions probiert und einfach nur hält, ist schwer. Aber ich denke, der Sascha hat das Beste rausgeholt. Man hat es am Gesicht gesehen vom Can Aslaner. Sah nicht mehr ganz so frisch aus. Und von dem her ist es ein verdienter Sieg, absolut. Ne? Hat er dich mit diesem Kniestoß am Anfang der dritten Runde überrascht? Hast du sowas befürchtet oder kommen sie hin? Der ging komplett daneben, aber ja. Das war natürlich, er hat auch am Anfang einen Spinning Backkick probiert und ich geradewegs noch in ihn hineingegangen. Das haben wir auch geübt gehabt. Also einerseits mit meinem Trainer Oliver Meyer, der Ramin Abti, mein Kickbox-Trainer, hat mich ebenfalls darauf eingestellt, gemeint, der wird sowas probieren, der wird irgendwas Fancy-mäßiges probieren. Aber das war unser Ding, wir wollten im Stand abwarten, wie er kommt und wenn er mir das Bein gibt, werfe ich ihn und dann halt eben Ground and Pound. Und man muss auch sagen, der Referee ist nach dem Kampf zu mir hergekommen. Ich habe Mitte der zweiten Runde gespürt, da habe ich ein paar Körpertreffer gehabt, die ihn dann richtig eingeknickt haben. Da hat mein Trainer genau das Richtige mit mir am Mittwoch gemacht, da waren wir beim Weightcut und ich war schon wirklich down mit der Kraft und so weiter. Da hat er sich hingestellt mit einem Brustpanzer und mit einem Kopfschutz und hat gesagt, wir üben jetzt nochmal Ground and Pound aus der Guard. Das war genau das Richtige, Olli. Genau das. Ich habe auch ein paar Hände durchbekommen, aber es war zu wenig. Ich hätte mehr nachsetzen müssen. Ich hatte halt die Befürchtung, ich meine, er hat nicht viel gemacht. Er lag da unten, hat mich versucht, in der Guard festzuhalten. Ich dachte, sobald ich ausstehe, geht er auf den Kniebel oder so. Weil das waren die einzigen Dinge, die wir gesehen haben, die er vielleicht machen könnte, dass er im Stand irgendeinen verrückten Kick probiert. Flying Knee, wir haben es gesehen, den Spinning Backkick. Oder unten aus der Halfguard oder Guard heraus ein Kniehebel. Dafür sind die Bombards ja bekannt, für Leglocks. Ja, es hat wohl nicht sein sollen. Jetzt hast du selber schon gesagt, er hat in den Trailern einen Knockout angekündigt. Wenn du sowas anhörst, motiviert dich das nochmal extra oder wischst du das irgendwie einfach so beiseite oder was macht das mit dir? Jetzt kann ich es ja sagen, es ist echt wirklich lustig. Als ich ins letzte Sparring gegangen bin, genau an dem Tag schreibt mir irgendein Idiot über Facebook von wegen, du wirst den Kampf verlieren. Und ich habe gesehen, der ist so aus dem Umfeld von meinem Gegner halt eben. Ne? Kann mein Gegner ja nichts dazu, ne? Aber so diese fiese Sache, so sich so hinter der Wand des Internets so zu verstecken und zu sagen, hey, du wirst den Kampf verlieren. Jeder kann seine Meinung haben. Aber ich habe dieses so von wegen, du wirst den Kampf verlieren, habe ich mental umgemünzt, so ich werde den Kampf gewinnen. Und vor allem, dass er gesagt hat, er will mich in der ersten Runde K.O. schlagen. Das habe ich mir auch als Motivation
Motivation genommen. Nein, das wirst du nicht hinkriegen. Ich habe verdammt harte Sparringspartner. Ich habe den Till Kinne. Ich habe den Christian Jungwirth, die dafür bekannt sind, Leute K.O. zu schlagen. Ich habe hier mit Aaron Olf zusammen trainiert, ne? Der ein lila Gurt im Jiu-Jitsu ist und auch jahrelang Kickbox-Erfahrung hat. Ne? Ich habe mich genau mit den richtigen Leuten darauf vorbereitet, mit meinem richtigen Trainer, dass so etwas nicht passiert. Das ist heute nicht eingetroffen. Ich konnte auch zwar nicht 100% das erreichen, was ich wollte, ne? Aber sein Plan ist nicht aufgegangen. Und das macht mich so gesagt auch zufrieden und stolz. Du hast gerade eben auch den Weightcut angesprochen, dass du am Mittwoch schon ziemlich am Limit warst, aber es dann doch noch unter die 66 geschafft hast. Ja. Ist 66 dann trotzdem noch weiterhin das Ziel? Ja, natürlich. Also ich verstehe es nicht. Manche Leute gehen da mit T-Shirts und Hose auf die Waage und sagen mir, ja, ich muss nur einen Tag nichts essen, nichts trinken und ich habe das Gewicht. Aber wenn man dann im Kampf einfach sieht, wenn man die Leute dann mal so umarmt und dann merkt einfach so, da ist nicht viel Masse so, das ist einfach eine Gewichtsklasse drunter, dann ich glaube, ich würde dem Can auch nahelegen, die Gewichtsklasse zu wechseln. Das ist, also ich mag ihn nicht als Sportsmann. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihm irgendwas Böses will oder sowas, aber ich würde ihm auch raten, wenn das so einfach für dich ist und du dich nicht quälen musst, dann geh in die Gewichtsklasse runter. Du wirst es mit Leuten wie mir zu tun haben, die einfach größer und schwerer sind, die stärker sind als du. Ich glaube, er hat aber auch erst vor einem Jahr aus der 70-Kilo-Klasse runtergewechselt in die 66er. Also, ja, mal sehen. Das ist ja dann Sache der Aslanos. Das ist jedermanns Sache. Es gibt Leute, die laufen, gehen mit ihrem Walking Weight rein und die schlagen trotzdem jeden. Ich habe damals gesehen in Russland, als ich gegen einen 82-Kilo-Typen im Leichtgewicht angetreten bin, der mit 95 Kilo rumläuft, dass das einfach nicht meine Klasse ist. Also in manchen Bereichen ja, aber ich bin ein kleines Leichtgewicht. Wir haben jetzt gerade hier bei GMC natürlich nicht nur dich im Federgewicht gesehen, wir haben einen Haufen Federgewichtskämpfe heute gehabt, im Hauptkampf nachher noch Max Koga. Du bist jetzt auch Teil der GMC-Familie, sage ich jetzt mal, als Kämpfer. Was ist denn jetzt deine Zukunft? Hast du vielleicht schon jemanden im Auge, den du auf der Liste hast? Oder wie geht's mit Sascha Schammer jetzt weiter? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Es war so, dass ich hatte ja letztes Jahr eine ziemlich herbe Niederlage. Und da sind wir erst einmal wieder zusammengekommen und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Dann kam das Angebot von GMC, das wir im März nicht annehmen konnten, haben wir jetzt gemacht. Ich werde mich mit meinem Trainer zusammensetzen und dann werden wir bestimmen, was wir machen. Ich werde schauen, was für Angebote es gibt, was ich machen werde und so weiter. Ne? Ich denke nicht immer so weit voraus. Das war jetzt das Ziel, der Kampf. Mir wurde das auch vorgestern gefragt, was kommt denn danach? Ich finde, man muss immer die Sachen Schritt für Schritt gehen. Dann funktionieren die Dinge auch. Und die richtigen Dinge werden kommen. Die richtigen Dinge werden kommen, das hört sich doch sehr gut an. Dann Sascha, danke ich dir, danke ich euch dafür, dass ihr euch noch die Zeit genommen habt jetzt nach dem Kampf. Gratulieren euch zur Mannschaftsleistung und dir zu deiner unbefriedigenden Leistung im Cage. Und ja gut, sagen wir mal so. Wir haben einen Sieg davongetragen. Ne? Wir haben einen Sieg davongetragen. Ein Win ist ein Win. Ein sehr dominanten Sieg. Ne? Der Can hat ja nichts machen können im Endeffekt. Ne? Die Fans haben es ja leider irgendwie nicht so begeistert aufgenommen. Also es gab ja wohl ein paar Pfiffe in der letzten Runde. Hast du das mitbekommen? Ja gut, aber was soll ich denn machen? Also der Mann, ich meine ja, ich war etwas zu zaghaft, aber so ein Submission-Grappler ist immer gefährlich. Und man hat auch gesehen, seine Upkicks, sein Flying Knee, das waren alles Sachen, wenn die richtig treffen, dann ist man weg. Und ich meine, ich habe es in meinem letzten, ich kam jetzt aus zwei Niederlagen. Ich habe eine Punktniederlage gehabt und ich habe einen sehr schlimmen K.O. gehabt. Ne? Das war jetzt das erste Mal für mich auch dazu da, mal wieder ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Und jetzt guck mal, das war jetzt nicht irgendwie eine Hinterhofveranstaltung oder so, wo ich jemanden mit einer Negativbilanz kämpfe. Ich habe jetzt ein Top 10 deutsches Federgewicht gekämpft auf der größten Veranstaltung in der Hauptstadt Deutschlands. Lass mir doch auch ein bisschen den Raum. Ne? Ich hab dich nur zitiert. Nur so ein bisschen so zum Entwickeln. Ich meine, klar, das war bestimmt nicht so spektakulär jetzt für die Zuschauer, aber ich bin in erster Linie Sportler. Ich bin nicht wie jemand anders, der sagt so, ich ordne mich der Unterhaltung unter. Ich will gewinnen. Und wenn ich hässlich gewinne, aber fair gewinne, ist mir das immer noch lieber, als wenn ich spektakulär verliere. So sehe ich das. Ein Verlust ist ein Verlust, da kann ich nichts dran ändern. Aber wenn ich gewonnen habe, ich kann jetzt heute nach Hause gehen und sagen, okay, ich habe zwar nicht 100% das erreicht, was ich wollte, aber ich habe mich verloren, ich habe gewonnen. Und das war mir das Wichtigste. Ich habe die letzten 3 Monate habe ich mein eigenes Gym aufgebaut. Die Kongs-Gym-Familie wächst. Mein Trainer hat mich dabei unterstützt, mein eigenes Gym aufzubauen in Pforzheim. Ich habe das auch schon im Interview gesagt mit Andreas Kraniotakis. Ich bin teils morgens auf die Baustelle und dann abends ins Training und umgekehrt. Ne? Ich habe eine Vorbereitung und nebenbei einen Umbau gemacht. Ne? Ich bin Gott froh, dass ich nächste Woche jetzt meine Schule in Pforzheim öffnen kann, das Kongs Gym Pforzheim, ne? Und heute mit einem Sieg nach Hause gehe und morgen meine Freundin umarmen werde. Gesund. Man guckt mich an, ich habe keine Verletzung. Zähne sind noch alle da, ich habe keine Cuts oder sowas. Alles super, bin zufrieden. Jetzt trinken wir ein Bierchen und machen Berlin unsicher. Was will man mehr? Danke Sascha, danke euch.
pounding, pounding.